Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hexit Remaster zusammen mit dem Wildlife Circle. Feuer Rio. Nein, ich moderiere das einfach. Nein. So ist es. Ich antworte einfach nicht mehr drauf, wenn Miri nur noch den Wildlife Circle als allgemeines Ding ankündigt. Feuer Rio, habe ich gesagt. Nein. Soll ich dich einzeln? Und Baloui, damit er sich besonders. Nein, das ist nicht. Das ist ja unfair. Das ist das, was Baloui wollte. Doch, das wolltest nein, du. Doch, nein. Das hast du gesagt. Ja, ich glaube auch. Ja. Baloui hat dich dafür angestiftet. Ja. Er hat dir so einen Zettel rübergeschoben. Ja, eben. Ja. Ja. Ich wollte, dass Miri alle ankündigt. Könntest du jetzt mal bitte die Leute sagen, die dabei sind? Aber warum? Das macht man der Höflichkeit. Oh, ja, klar. Ich schreibe Uni in meine Videobeschreibung. Dann kann ich das ganze Video löschen. Oh, fies. Danke. Ach, Mann. Ich hätte es ja jetzt verstanden, wenn du Sora gesagt hättest. Ja, mal, ich kann nicht immer nur auf Sora rumhacken. Den brauche ich zum LOL-Spielen. Tut mir leid, aber dich auch. Mist. Warte, Mia, ich kann nicht. Nein, geht auch nicht. Das ist fies. Also ich muss ja gestehen. Wer ist denn hier der Sinn-Nutzlos? Jeder steht Shanks unter meiner Videobeschreibung. Sogar Shanks steht in meiner Videobeschreibung. Miri macht bei mir die Videobeschreibung, wenn es nicht drinsteht, ist Miri nee, schuld. Nee, Baloui ist schuld. Das ist deine Verantwortung. Ja, Miri, das ist schon in Ordnung, dass du das bei ihm nicht reingeschrieben hast. Okay. Aber er bezahlt dir ja auch zu wenig. Ja, also, gar nicht. Das ist einfach, ja, ne? Die darf bei mir umsonst wohnen. Was? Toll. Wow. Sie ist eine Frau. Ja, du hast ne? ja das Mindeste. Echt mal. Jetzt wäre die Frage, wohnt Baloui umsonst bei ihr oder er bei... Nee. Die Frage, wer kommt das Essen und wie lange lebt er noch? Ja, das geht hier gerade in eine ganz falsche Richtung. Ich denke, das geht in die richtige Richtung. Nee, gibt direkt demonetarisierte Videos, ey. Ah. Aber es ist schon schwierig für Baloui, muss man ja mal sagen. Ne? Ja, ich bin halt voll unter der Fuchtel der Frauen, ey. Geil Chance. Aha. Ja. Aber ich meine, was will sie auch anderes tun, außer dich zu kontrollieren, ne? Ich meine. Ja. Ich bin Jochen. Nein, ich glaube nicht. Jochen hätte das richtig gemacht, du nicht. Ihr seid gemein. Ist das nicht unser Job? Wurden wir dafür nicht angeheuert? Ja, ich dachte auch. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob das wirklich so war. Also ich denke, das stand in der Stellenbeschreibung, auf die ich mich beworben habe. Du nicht auch, Miri? Ja. Ich ja, suche Freunde. Ja, genau. Auf Parship, ne? Nee, das ist zu hoch. Nee, auf Twitter. Das stand mal auf Twitter. Ja, ich suche Freunde, stand auf Twitter. Da kann das ich auch. Das war aber auf. Ja, das war. Was war's? Mhm. Ihr wisst, worauf das bezogen war. Ich bin mir nicht so sicher. Ich fühle mich nicht angegriffen. Ihr greift mich aber vor allen Dingen an. Ich fühle mich nicht angegriffen. Aber ihr greift mich an. Sag mal, was ist denn das jetzt hier gerade? Das ist richtig übelst Blauli-Mobbing hier. Aber soll ich gehen? Wollt ihr eure Aufnahmen alleine machen? Das hätte schon seinen Reiz, ja. Hab gar nichts gemacht, hab nur Oni gemobbt. Und auf einmal hacken alle auf mir rum. Ja, weil es Oni halt nicht verdient hat. Das sagst du. Ja. Also ich bin's ja schon gewohnt, dein Fußabtreter zu sein, ne? Und auch von Sora, der trampelt ja auch gerne auf meinen Gefühlen rum. Hör mal, du bist eh die nervigste Trethupe aller Zeiten, also du musst dich gar nicht beschweren. Ja, guck, schon wieder, ne? Sind die Füße jetzt sauber oder musst du nochmal nachtreten? Komm doch an, was du als nächstes sagst. Ja. Ich hab ja gehört, du kannst nicht mal Panini machen. Ich hab die Ente getötet. Was? Nein, warum hast du die Ente getötet? Ja, ich töte ja regelmäßig die Tiere und da war halt diesmal die Ente aber dabei. Aber nicht die Ente, warum? Rip-Ente. Ist nicht Ente, okay. Ente. Vielleicht bringt ja einer eine mit. Irgendjemand muss eine Ente nicht mitbringen. Sie ist vor mein Schwert gelaufen und ich konnte nichts tun.
Soll ich eigentlich Hexical Essenz noch mitbringen, damit noch ein paar andere Leute vielleicht? Ja, ja, bitte. Wenn du welche. Also bitte nicht stehen lassen, Baluina. Ne? Nicht doch, stehen lassen. Die sind unter Atemschutz. Weißt du, jetzt wo er eine Rüstung hat, wo sie hier verzaubert ist. Alle unter Atemschutz. Jetzt ist es egal. Jetzt können die anderen nicht mehr. Ich frage höflichst nach und ich krieg von euch nur wieder. Balu denkt nur an sich. Balu fragt nach, soll er was mitbringen? Nein, Balu denkt nur an sich. Ja? Ja, ja, bitte. Okay. Gerne. Oh, ich kann gleich nicht mehr, ne? Ich hab schon. Kennt ihr das, wenn ihr in den Backen schon Muskelkater habt, weil sie so verkrampft sind vom Grinsen und Lachen? Ja, jedes Mal, wenn ich aufnehmen muss mit euch. Aber eher in die andere Richtung. Die Folge ist heute nice. Die Baloo-Mobbing-Folge. Ich hab keine einzige Hexe oder Fledermaus gefunden. Oh. Suche ich halt erst den Gast. Der ist ein Gast. Der Nether ist richtig übel. Also ich hoffe, du hast eine gute Rüstung. Das geht. Also der ist nicht nur ein bisschen übel. Ich probier's mal. Oh, okay. Wird schon schief gehen. Also wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid, ne? Ja, eben. Ich halte mal Ausschau nach einer Witch, wenn ich mal hier rumfliege. Da finde ich. Oh, jetzt habe ich eins falsch gemacht. Naja, egal. Hast du dann auch einen Lasso dabei? Lass mal so. Ich denke, das wird Mia wissen, oder? Ja, die Frage ist, wenn du eins findest, musst du auch ein Lasso dabei haben. Ich habe ein Lasso dabei, ich habe ein goldenes Lasso dabei. Okay. Oh, ich könnte noch mehr Tiere suchen gehen. Ich habe Enten gefunden. Ich bringe lieber eine Ente mit als eine Fledermaus. Ente. Aber wenn ich jetzt eine Fledermaus finde, muss ich leider zurücklassen. Hast du nur ein goldenes Lasso dabei? Ja, natürlich habe ich nur ein goldenes Lasso dabei. Jana, hast du alle? Die habe ich selber gemacht, hä? Dann mach halt noch mehr. Ja, dann mach du doch noch mehr. Nein, mach du doch noch mehr. Aber ich hab doch 3 Stück, warum soll ich noch mehr machen? Ja, aber ich brauche ja auch nicht mehr als 1. Ja doch, jetzt bräuchtest du ja nicht mehr. Warum? Wow, und ja, schon meine Ente und die Fledermaus. Kannst du nicht zählen. Oh. Zähl mal, wie viele Tiere sind das? 5. Ja, richtig. Drachi. Oh. Nicht gut. Nein. Ich bin nur auf der Durchreise. Stell dir vor. Ich wollte gar nichts von dir eigentlich. Man muss nicht immer so aggressiv sein. Echt mal, ich komme da in seine Gegend und er so. Bläh. Ich will meine Macht präsentieren. Ja, ja. Bläh. Und immer so, ja, Bruder, yo. Bleib ruhig, Mann. Da ist eine Ente. Okay, Baloo, du kannst deine laufen lassen. Ich habe eine gefunden. Ja, nee. Doch. Wenn ich Fledermaus finde, ja, dann, aber nein, sonst nee. Sonst bringst du die eine Ente doch mit. Okay. Ja, du musst sie, wenn, dann eh wieder in ihrem Gebiet aussetzen, wo du sie her hast. Ja, genau. Ja. Ich wusste nicht mal, wo ich war. Ja, doch, aber das ich ist. Findet nie wieder nach ich kartografiere das doch nicht. Ja, das ist halt, ihre Familie ist halt jetzt. Das ist halt. Das ist nein. Wow. Wenn, dann musst du sie zurückbringen. Wenn du eine Fledermaus findest, musst du erst die Ente zurückbringen. Also ich bin so enttäuscht von Baloo, das ist echt hart. Alter, ist das furchtbar. Das ist schon echt übel. Die arme Ente, die ist ganz verloren und allein. Und die weiß nicht, wo sie ist. Die wird nie mehr nach Hause finden. Ja. Nee. Und ihre Familie sieht sie nie wieder, wegen dir. Die wird jetzt sterben. Könntet ihr einfach mal die Klappe halten? Klappe halten. Danke. Nee. Jetzt ist es nee, ich bin Miri, nee. Wie viel Hexe-Essenzen hattest du denn gefunden, Fünks? 11 insgesamt und 8 war noch im System. Und okay. 16 brauchst du für eine vollwertige Rüstung. Ja. Lock, use item. Ich suche eigentlich immer noch ein Feendorf. Weiß jemand, wo ein Feendorf ist? Ja, gar nicht mal weit von hier, meine ich. Ja. Ich kann gerade nicht fliegen. Warum, was willst du mit den Feen machen? Ich möchte mich mit einer Fee anfreunden.
Das ist nicht so eine gute Idee. Ja, einfach ein Spleen. Doch, ich will mich mit einer Fee anfreunden und dann sind wir beste Freunde. Nee. BFFs. Und dann nehme ich sie mit und dann kann sie euch Sachen klauen. Nee, die klaut erstmal dir den Angel Ring. Das fände ich nicht so nett von ihr. Aber ja, das macht sie ja nicht, weil wir sind dann Freunde. Ich denke nicht. Wir essen dann Kuchen zusammen und dann sind wir Freunde. Ich denke nicht. Doch. Nee. Doch. Nee. Machen die erst nehmen die Haupt. Nein, die nehmen nicht Instant Angel Ring. Das ist doch Zufall, oder? Was sie nehmen. Die nehmen garantiert. Die nehmen garantiert Instant. Garantiert. Instant. Hä? Die nehmen ja eigentlich immer das weg, was die am meisten bringt. Echt mal. Das klingt doch nett. Ja. Ich möchte mit einer befreundet sein. Nein. Ich denke nicht. Willst du nicht? Fee. Ah. Komm her, Fee. War so nicht gewollt. Alleine aus dem Kometen, den Fünks abgebaut habe, habe ich noch 3 Stacks Draconium rausgeholt. Oh, hier war ich schon. Du meinst der, genau, ist klar. Da warst du ja richtig fleißig, Fünks, wow. Ist schon klar, dass ich irgendwann aufgehört habe. Ja, aber warum? Weil das so verstreut war und nicht Block an Block und außerdem komme ich gerade nicht ins System. Ja, es leckt gerade. Ja, kann vielleicht sein, dass ich hier gerade generiere. Jo. Baloui! Hallo! Hallo! Fee! Schön, dich zu sehen! Was habt ihr eigentlich mit den ganzen goldenen Lassos gemacht, sag mal? Ich glaube, die hat Miri, oder? Ich habe 3 mir selbst gecraftet, also ich hab sie nicht. Den Leicht hat vielleicht noch welche. Oder Shanks. Nee, Shanks hat welche. Shanks. Ah, okay. Da ist noch ein Hexiboss. Ein Hexiboss? Hab schon 12, also irgendwer kann sich gleich eine neue Hexikürzung machen. Wenn nur aussuchen wäre. Ich würde mal sagen, Uni bekommt mal eine Rüstung, wenn er möchte. Was? Ich hab gesagt, dass du eine Rüstung bekommen kannst, wenn du möchtest. Wer zuerst craftet, der craftet zuerst. Wird schon wieder nach. Ja, wir wollen ja Fledermaus. Das ist Sunset. Da oben fliegt übrigens jemand, ja. Say, oh, let the sun go down. Das wollte ich. Ach, du hast schon eine. Yeah. Sag das doch, Uni. Hol ich mal mir ein Dings aus. Uni, brauchst du noch irgendwelche Bücher? Die Dark, eine Fledermaus. Bending, aber mache ich mir gerade. Beziehungsweise. Okay. Ey, ich hab eine Feuerfledermaus. Das ist, Was ist Nacht? Fast richtig. Ja. Nacht ist schlecht. Fast. Warum geht das Deep Dark Portal nicht? Weil du dich drauf musst. Mia! Wo ist Mia nochmal im Nether, ne? Nether. Hä? Schalte den Nether aus. Oh. Reicht schon, wenn wir Mia kicken. Portal kommen? Fies. Komm mal grad nicht mal zurück. Ich hab grad die Hände auf. Ui. Mia, hörst jetzt mal auf. Ich möchte nach Hause gehen. Warum ist dir eine Ente? Weiß ich Hab nicht. Hab ich da gelassen für Miri. Vor allem, hast du die hingetan? Einen Schwertschlag ausgehalten. Nein! Wie Oni erstmal direkt auf die Ente einprügelt. Lebt doch noch. Aber können wir nicht Ente süß-sauer machen? Wo ist die Ente? Können wir Fünf süß-sauer machen? Baloui, wo ist die Ente? Baloui? Sie ist im Hauptraum. Wenn sie denn jetzt noch lebt. Also, ich habe sie ja nicht getötet. Ich hab sie gerettet. Und Uni hat gesagt, sie hat's überlebt, ne? Also. Na dann, sehr gut. Mia, kommst du mal zum Portal im Nether wieder? Moment. Weil dann kann ich. Oder vielleicht habe ich ja. Ich bulletproof. Wenn ich Y drücken kann. Ich bin nicht sicher, ob ich hier raus will. Doch. Baum ist schön lila. Nee, aber da ist so ein. Gast? Ein Gastspawner? Nee. Ja, ich bin gerade in so einem Gastspawner drin. Achso, ja gut, dann brauchst du mich ja nicht. Dann. Nee, sonst hätte ich dir die Cords geschickt, wenn ich da hingekommen wäre, aber. Baloui, wie groß ist dein Drache schon? Klein. Warum? Noch nicht klein. Weil es mich interessiert.
wann wir den ersten Ausflug mit Goldi machen können. Ja, ja, mit meinen Goldjochen und Okay, Drache wird gejagt und getötet. Warum? Achso, mein lieber Oni, ich habe hier was geerntet vorhin. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Platz. Da ist ein Hügel. Immer diese Unfreundlichkeit, ne? Da, nimm das. Na, stick dran. War irgendwie enthusiastisch. Ja. Enthusiastisch wie immer. So, Hast du diese Lunar-Creeper? Wurdest du geboxt? Ja. Die sind viel gefährlicher als die explodierenden. Ich wollte mein Zeug wiederholen, aber. Wie viel Leben hat so ein Gast? 5. Die haben beide weniger Life. Als normalerweise. Die haben 5 Herzen, meine ich. Ja, ich guck nur gerade, mit was ich hier hauen kann, dass ich sie gleich einfangen kann. Mit der Box, mit der Hand. Genau. Der hat echt keine Witches. Ist noch Nacht draußen? Nein. Nee, es ist Tag. Oh, habt ihr wieder Tag gemacht? Ich verzauberer. Wieso ist ja jetzt hier keine Hexe für Mia? Das ist ja echt nicht. Aber ist egal. Na gut, ich denke, es ist an der Zeit, Miri, dass du die Folge beendest. Ach, ich hab schon wieder die Folge angefangen. Ja. Schlimm sowas. Immer sowas. Ja. Hey, ja. Ich muss jetzt erst meine Sachen fertig craften. Tut mir leid. Jetzt ist da irgendwas Hühnchenmäßiges gestorben. So. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Ja, ich kann meinen Drachen reiten. Oh Gott. Oh je. Ab jetzt geht's richtig ab. Du musst gucken, mit was du absteigst. Mit Shift oder mit STRG. Und dann pass auf, dass dir das nicht in der Luft passiert. Ja, das wäre dumm. Hier, guck. Haben wir eigentlich eine Watering Can? Louis. Süß. Boah, was schreit denn der so rum? Chill dein Leben. Also ich höre den Drachen bis hier schreien. Ne? Das ist jetzt... Kann man dem irgendwie sowas aufs Maul machen, dass er nicht so laut schreit? Das ist ja Lärmbelästigung. Soundmuffler ins Maul stecken. Okay, ja, das probieren wir beim nächsten Mal dann aus. Denn die Folge ist hier mit vorbei. Wenn ihr gerne wissen möchtet, was die anderen so gemacht haben, guckt in die Videobeschreibung, das sind die anderen verlinkt. Und ansonsten würde ich sagen, macht es gut, bis zum nächsten Mal und tschüss. Bleibt schön feurig. Wapapau.